Yo Leute, was geht? Willkommen zu Star Wars Outlaws. Ich will gar nicht so ein langes Intro machen. Heute eine Stunde Gameplay. Wir gehen rein in ein neues Spiel, werden uns komplett natürlich die Cutscenes und Story ansehen. Wenn es zu viel Cutscenes ist, dann werde ich unten Timestamps machen. Dann könnt ihr das eventuell auch überspringen. Wenn euch die Story nicht interessiert oder euch nicht spoilern lassen wollt, sondern wirklich nur Gameplay sehen wollt. Ich bin sehr, sehr gespannt und jetzt schauen wir mal, was hier kommt. Ich hatte ja schon ein Video gemacht, wo ich mir Trailer-Material angeguckt hatte, was mir zugeschickt wurde von Ubisoft. Da war viel Klettern und viel Stealth mit dabei. Bin aber jetzt nach den nächsten und letzten Trailern schon mehr hooked. Auch was die Story angeht. Hungrig? Deutsche Übersetzung. Oh, endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Verbrecher? Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Geil. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Sliro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzroten ausbeutet. Huttisch. Schutter. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst. Selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Das sind wir. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Das klappt schon, ha? Also die Cutscenes sehen echt ganz okay aus, muss ich sagen. Ist natürlich nicht das Schönste, sind nicht die schönsten Cutscenes, die ich je gesehen habe, aber vollkommen okay. Okay, ich glaube, wir dürfen jetzt laufen. Also ganz kurz zur Cutscene davor wurden wir introduced in die drei Fraktionen, die es da gibt und wo das Ganze spielt. Das Ganze spielt nämlich nach Episode 5, also rein zeitlich gesehen auch sehr cool. Und ja, ich kann jetzt hier schon rumlaufen. Und ich sehe hier schon direkt drei Pünktchen. Überprüfen. Der Polizeiscanner ist ruhig heute. Hoffentlich bleibt es so. Okay. Also erstmal komplett übersetzt und trotzdem Untertitel. Finde ich ein bisschen... Ja, mal gucken später. Okay, wo ist das Geld? Wir brauchen richtiges Essen. Okay, gut. Ja. Ich glaube, wir gehen einfach los. Ich habe auch Hunger. Kann ich schnell laufen? Nee. Ne, ich kann noch nichts machen. Ne, ich kann nichts machen. Okay, wir laufen einfach mal. Sieht erstmal atmosphärisch sehr cool aus, muss ich sagen. Sehr organisch. Also,
sehr echt, will ich damit sagen. So, als könnte es genau so hier aussehen. Nicht komplett glatt geleckt oder sauber, sondern gut aus. Hat die Hörner auf dem Kopf. Na, Bram, ist das für mich? Nein, aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Die Synchro kenne ich. Soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Schreib's ja in die Kommentare, das mache ich wahnsinnig. Was ist die Synchro? Riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job. Ist das Gerlok? Ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorg dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Okay. Neuer Questgegenstand. Defekter Datenstift. Ich habe noch nicht so ganz eine Ahnung, wer wir sind, was wir sind und so. Aber anscheinend machen wir irgendwelche Aufträge für den. Und ich würde es hier einfach mal rausgehen. Ey, bevor es jetzt so fest losgeht, ich hoffe so sehr, dass es einfach gut wird. Dass es einfach wirklich gut wird und wir wirklich ein richtig, richtig gutes Star Wars Game bekommen. Ich bin echt ein großer Star Wars Fan, zumindest mal von den alten Sachen. Und da es auch ein Teil 5, 6 dazwischen spielt. Okay, jetzt kann ich einfach schon mal schnell laufen. Ich hab... Okay, oben haben wir sowas wie eine Minimap. Seht ihr das? Oben noch 100 Meter, bis wir da hinkommen. Und ich kann irgendwas Steuerkreuz oben machen. Journal öffnen. Okay, wir können jetzt hier schon mal ein bisschen gucken. Datenbank mit Geschichte und Welten-Tutorials. Okay. Ausrüstung, Blaster, Werkzeuge, Inventar. Okay, cool. Gucken wir vielleicht bei Zeiten rein. Und that's it erstmal. Wir können natürlich Start machen. Fotomodus gibt es. Okay. Einstellungen. Da habe ich schon mal ein bisschen rumgeguckt. Okay, wir können... Ich kann springen. Kein Doppelsprung. Ich kann ducken. Okay. Also, es gibt einen Test. Die Leute, die mich lange kennen, die kennen diesen Test. Wenn eine Treppe kommt, muss ich eins ausprobieren. Und zwar, ob die Füße sich richtig austarieren. Das tun sie. Also je nachdem, wo der Fuß auf der Treppe ist, versucht der Charakter, die Füße richtig zu positionieren. Und... ja, für meinen Test reicht das. Das ist so der alte Pokémon-Test. Perfekt. Super. Weiter. Also es sieht auf jeden Fall erstmal ganz gut aus, muss ich sagen. Ich spiele auf der PlayStation 5 ohne 4K, ohne HDR oder sowas wegen Aufnahme und Streaming und YouTube bringt das eh nicht so viel. Deswegen könnte es bei euch auf jeden Fall nochmal besser aussehen als jetzt hier auf YouTube. Halte L1 gedrückt, um die Aktion zu sehen, die nichts Aktuelles ausführen kann. Die nichts aktuell ausführen kann. Ach, nix ist... Bringen wir das? Nix, okay, nix ist das, das Frettchen. Das Hündchen. Weiß ich, wie man es nennt. Was hat er mir jetzt gebracht? Aufheben? Verbrauchte Energiezelle. Okay, kann ich den die ganze Zeit irgendwas klauen lassen? Hier, stiehl mal. In die Tasche nix. Auf dich ist Verlass nix. Okay. Credits. Credits. Sehr cool. Guck mal, er guckt die ganze Zeit, wo es ist. Das habe ich mich auch gefragt, als ich die ersten Trailer gesehen habe. Das würde ich jetzt natürlich sofort am liebsten machen, aber inwieweit diese ganzen Charakter, die hier rumstehen. Erzählen die was? Kannst du mit denen interagieren? Die Leute, die rumlaufen, laufen die nur im Kreis? Also ich kann die nicht wegschubsen oder so. Das ist jetzt kein Cyberpunk-mäßig. Und zumindest mal hier am Anfang erzählen jetzt auch noch nicht so viel. Ich kann mit wenig, gerade mit nichts interagieren. Okay, was kann ich hier wieder machen? Das Feature mögen die anscheinend. Okay, bringen wir das? Nix, da drüben.
nochmal Credits. Okay. Movement. Movement. Okay, es ist das Movement, was ich persönlich nicht mag. Aber es ist ein Story-Game. Das ist, wenn ich renne und dann direkt zurück, da macht die einen Ausfallschritt und sie rennt nicht auf der Stelle zurück. Auch schnell im Kreis drehen mag die auch nicht. Das ist natürlich ganz eigene Präferenz. Oder es kann auch sein, dass mich da später, dass mir das gar nicht mehr auffällt. Aber seht ihr, was ich meine? Man kann sich jetzt nicht übertrieben schnell im Kreis drehen. Auf der Stelle drehen. Ah, da, guck mal, so geht's. Naja, ich bin da auch ganz komisch. Ich spiele wahrscheinlich anders als ihr, aber für mich ist sowas wichtig, das herauszufinden. So, da kann er wieder was klauen. Ist jetzt schon das fünfte Mal. Ich hoffe, das nimmt nicht über das ganze Game überhand. Gut gemacht, Nix. Beschädigter Hydroschlüssel, cool. Hol mir mal das da. Ich bleibe einfach hier stehen und lass den alles machen. Ich muss auf jeden Fall gleich mal die Geschwindigkeit erhöhen. Das ist echt lahm. Also das Umsehen mit der Kamera. Und beschädigter Datenblock. Okay. 10 Meter, was ist hier? Ah, guck mal hier. Okay, hier müssen wir rein. Huttisch. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sagt die Uber. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Oh, das war ein bisschen unscharf. Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Reban, hilf mir ein letztes Mal, dann bist du mich für immer los. Eniki, kuduba numa jeje kopa. Basabata jope uba webta jakrita. Ein paar Kredits. Besorge Credits, um Preban zu bezahlen. 100, okay, das kriege ich hin. Erstmal, ich finde die Synchro super. Und Huttisch klingt auch wie aus dem Film. Also, ich bin jetzt nicht der übelste Sprachwissenschaftler, aber das klingt erstmal ganz gut. Kaufen, verkaufen, was gibt's hier? Bagdafiole. Halb K, okay, und verkaufen. Der Gegenstand hat keinen Nutzlos und kann bedenkenlos verkauft werden. Na, sehr gut. Kann bedenkenlos verkauft werden. Kann bedenkenlos verkauft werden. Auf Wiedersehen. Bis dann. 88. Können wir noch irgendwo was klauen? Ich hab genug Teile geborgen. Oh, hier, klau mal. Stehlen. Gemacht, Kleiner. Ist das der gleiche Typ für eben? Wäre witzig, wenn wir den gleichen Typ zweimal beklauen. Komm, wie er guckt. Wie lange macht er das? Ah, Mist, verloren. Verdammt. Er hat irgendwas gesagt. Okay, zurück zu dem Hutten. Also. Lol, was ist das? Kann ich mit dem interagieren? Wieso hat der? Streicheln, ja, will ich. Oh, hallo. Okay. Ich hab deine Kohle, mein Jutster. Hey, Preban, ich hab die Kredits. Wada. Jobakawa biasa jebe chutpasabata. Ausrüstung, Datenstift. Okay. Alles klar. Guck mal, wir haben da zwei. Wir haben da eine Mission. Da ist so ein Punkt und da ist das Gelbe. Gibt es jetzt schon Nebenmission? Was ist das hier? Oder ist das eine Klaumöglichkeit? Wir gucken mal eben. Interessiert mich. Oder was ist das? Oh, das ist hier irgendwas. Ach, das ist ein Händler, oder wie? War ich hier gerade?
Ach, der zeigt mir an, wo ein Händler ist. Händler, Händler. Und W ist Westen, logisch. O ist Osten. Okay. Ja, sieht alles ganz gut aus. Was mir aktuell... Kann sich auch noch ändern, aber das erste Gefühl ist, hier sieht alles gleich aus und ich habe wenig... Obwohl, hier ist lila, hier ist ein bisschen gelblicher. Ich finde es immer gut, wenn man sich sehr gut in der Stadt auskennt, weil es dort sehr markante Punkte gibt. Und ich bin auch schon was älter. Für mich ist es dann schwierig, sehe ich so perfekt zu... Oh, guck mal da. Kann ich mir das nicht einfach auch selber holen? Ja. Für mich ist es dann ein bisschen schwierig, sich zurechtzufinden, aber es geht noch, glaube ich. Also ist ja jetzt auch der Anfang. Was haben wir hier? Spielen? Ich spiele nur schnell eine Runde. Start. Hä? Was muss ich tun? Nein! Das ist ja witzig. Mit R2 schieße ich. Ich mache Highscore, so. Oh, oh, oh. Oh mein Gott! Sowas liebe ich. Sowas liebe ich in Spielen. Nicht, dass das jetzt den übelsten Impact aufs Gameplay hat, aber einfach so... So ein Minigame. Bei Final Fantasy VII Rebirth haben sie es extrem aufs... auf die Spitze gekriegt. Ich meine, klar, Remake und das gab es damals schon, aber... Solche Minigames in Spielen, sowas liebe ich ja, ne? Keine Ahnung, was man dafür kriegt, aber es ist einfach geil. Fällt mir richtig gut. Bestimmt trophäenrelevant. Was das? Nee, geht weit. Alter, wie weit geht das denn? Ich sehe auch nicht, wo mein Leben ist. Ich kann aber auch nicht gucken. Konzentrieren. So, ich will sofort in den Kommentaren ansehen, wer meinen Highscore geknackt hat. Oh, 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 oh. Da waren voll viele. Ich glaube, es war's. Besser als letztes Mal. Was? 37.000 ist der Highscore und wie viel hatte ich? 16.000? Verlassen. Cool. Cool. Hier gibt es noch ein Spiel. Okay, Leute, hier könnt ihr Minigames spielen. Ich will es jetzt nicht auf die Spitze treiben, weil wir wollen ja was vom Game sehen, aber sowas, ich sag's nochmal, sowas liebe ich. Sehr cool. Hallo? Viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wer ist das? Türsteherin. Wirklich lustig. Okay. Finde einen Weg in den Club Tarsus. Komm, Nix. Suchen wir unseren eigenen Eingang. Kommen wir nicht rein? Ich bin nur auf der Durchreise. Na komm. Okay. Hier runter? Ich kann doch... Ah, guck mal. Jetzt gibt es keinen zurück. Aha. Ah, genau, das kennen wir ja schon. Ich glaube, das ist ein Gimmick. Ich glaube, das ist ein Gimmick, was mehrfach im Spiel vorkommt. Das kann man sich leichter einstellen, das kann man sich schwerer einstellen. Bei mir ist es auf Standard einfach. Ich habe es einfach... Weiter so. Okay. Viele... Okay, jetzt fängt es an mit dem Klettern. Glaube ich. Also ich hoffe halt, dass diese drei Mechanics klettern. Ah, es geht direkt los. Wir sind 20 Minuten im Game. Ist genau nämlich das, wovor ich Angst hatte. Klettern, Stealth und Datenstift und das Hündchen. Ich hoffe, das ist nicht der Haupt... Ich hoffe einfach, das ist nicht der Hauptbestandteil vom Spiel. Nix. Das ist Showtime. Tippe L1, um den nächsten Türknopf zu bedienen. Bell 1. Öffnen. Drück mal auf den Knopf, da nix. Okay. Viele Türen. Okay, eine geht auf. So, drin. Drin im Club. Hier geht's ab. Stiehl die gefälschte ID-Karte aus dem Club. Erstmal gucken hier.
Erstmal gucken, was hier abgeht. Hier geht ja gar nichts ab. Okay, da geht's runter zum Club. Könnte so ein typischer Berliner Club sein. Verhalte dich unauffällig. Schön im Keller. Anlehnen. Okay, machen wir mal. Einfach mal fürs Feeling. Weiß ich jetzt nicht. Ja, reicht. Weg. Okay. Kann man nicht auch emoten? Ich würde mittanzen. Es sieht wirklich sehr... Guck mal, die ganzen Wände, wie die bemalt sind und so. Und ich meine, klar, also hier dieses Zeichen, die Copy-Paste, aber das ist schon ganz gut. Sehr viel Liebe zum Detail, muss ich sagen. Also, da habe ich schon viel, viel, viel Schlechteres gesehen. Deswegen sieht alles sehr organisch und gut aus erstmal. Oh, wer bist du? Hallo. Was darf's denn sein? Zutritt zum Büro vom Boss. Ich schulde Ben Geld und will sicher gehen, dass sie es auch kriegt. Keine Chance. Vrell hat heute Abend Dienst und an dem kommt keiner. Man kann es überspringen, das sitze ich genau vor, da steht mit Viereck überspringen. Ja, er interessiert sich nur für zwei Dinge. Schnelles Geld und schnelle Gleiter. Hat sich gerade erst einen brandneuen T85 Den will ich haben. Ah, lass mich raten, er redet pausenlos davon. Liebt ihn mehr als seine Mutter. Also, willst du was trinken? Nee, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Danke. Okay. Bisschen leer der Club, ne? Was gibt's hier? Auf wen? Alter Comlink, okay. Ah, das Büro ist da. Mann, der hat Höhenmeter. Doch, der zeigt Höhenmeter. Seht ihr den Pfeil? Der zeigt schon Höhe. Was hier? Ach nee, ich will nicht hier anlehnen. Komm, hör auf. Leute, der Schlagzeuger ist einfach. Ist das ein. Ein Android, ne? Witzig. Hey, also, ich bin Kay und du musst mich durchlassen. Denkt ihr, die ist Jedi? Mein Freund Preban hat mich auf die Liste gesetzt. Preban hat nicht genug gezahlt. Okay, bestechen geht noch nicht. Freischaltbedingungen prüfen. 100 Credits. Ach du Scheiße. Hey, kennst du jemanden, der einen T85 hat? Ja, das ist meiner. Schicker Gleiter. Ein paar Schrottratten da draußen versuchen gerade ihn zu klauen. Was? Weg da! Niemand klaut meinen Joben. Den habe ich gerade erst aufgemotzt. Aufgemotzt? Okay. Okay, der ist weg. Das bin so ich im Club. Einfach an der Seite stehen. Hoffen, dass bald vorbei ist. Genauso. Okay, rein hier. Rein! Oh, cool, die Musik ist leiser geworden. Cool. Ach man, das ist, es reicht doch. Wieso muss ich denn alles selber aufmachen? Was muss ich jetzt machen? Nichts an, die Gegner können durch einen Niederschlag ausgeschaltet werden. Boah, voller Kinnhaken. Wieso bin ich geduckt? Geh hoch. Das Schloss, schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. Ist hier nichts sonst Spannendes? Oh, guck mal hier. Hier wird ein Kartenspiel gespielt. Genau das können wir später auch noch spielen. Das haben wir schon mal in einem Trailer gesehen. Oh, hier sind Waffen drin gewesen. Wo ist das Schloss? Hier rein? Oh, nö. Ach. Also, ah, ich weiß auch nicht. Aufheben. Können wir nicht noch mehr mitnehmen? Ach, komm, Preban. In deinen Plänen waren keine Druckplatten. Es ist K-Bass. Drücke R2 zum Schießen. Okay, ich hatte ja in den Trailer, den ich... Ablenken. Den Trailer, den ich gesehen habe, gedacht, man könnte nur mit diesem Modus schießen... wo die Zeit so langsam wird. Okay. Aufheben, aufheben, aufheben.
Digga, muss ich alles selber aufheben? Kann ich mir aufheben? Okay. Na gut, alles gut. Nichts wie weg hier. Wo hat sie eigentlich jetzt auf einmal die Waffe her? Entkomme aus dem Club Tarsus. Können wir mal die Waffe wegstecken? Ist das nicht voll auffällig? Ach, jetzt muss ich schon wieder klettern. Ich sehe es auch schon kommen. Das geht noch. Sowas finde ich gut mit Klettern. Oh, dann reicht's auch. Wieso? Geh hoch! Okay, das konnte ich nicht selber machen. Das ist hier gerade... Muss ich... Das muss ich sofort testen. Muss ich Stealth machen? Kann ich einfach ballern? Die Frage ist, muss ich immer Stealth machen? Weil der Lu hat gar keinen Bock auf Stealth. Wieso ist die immer wieder geduckt? Das nervt. Ach, R1, nicht R2. Ups. Oh, guck mal hier. Kann einfach schlagen. Ah ne, von da komme ich ja. Also, da war ich schon. Also, man muss nicht Stealth machen die ganze Zeit. Das ist schon mal gut. Das hätte mich auch wahnsinnig gemacht, bin ich ehrlich. Also auf kurz oder lang hat mich das wahnsinnig gemacht. Was sollen wir tun, Nix? Ich habe nicht damit gerechnet, erwischt zu werden. Das haben wir schon mal aus dem Trailer gesehen. Ich erinnere mich. Okay, draußen. Gut, also, wir haben die ID-Karte. Zum Hof, da sind wir sicher. Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja. Wohne ich hier? Nee. Kehre zurück zum zerbrochenen Huf. Okay. Noch ein Schüchchen. Wie komme ich da hin? Hä? Ah, lol. Okay. Das müssen wir erstmal sehen. Da hat er auch die Waffe weggesteckt. Macht sie ja irgendwie automatisch. Los, zurück zur Kantine. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Kein Bram. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Kein Bock. Oh, guck mal, hier kann man spielen. Das ist genau das, was ich meinte. Kann ich jetzt direkt zocken? Nee. Aber das ist ein Game, da habe ich Bock drauf. Vielleicht gibt es ja auch noch mehrere Spiele als sowas ein. Also wenn es schon zwei so Mini-Arcade-Games gibt, vielleicht gibt es auch noch mehr... Brettspiele. Ey. Ja. Ich bin mir auch noch nicht sicher, wie ich die Kamera finde. So hinter rechts, hinterm Rücken. Das ist okay. Okay. Aber war eine gute Passage. Ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hey, Wes! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir es hinter uns! Du sagst nichts. Und tust nichts. Ich sag, der wird abgemurkst. Und dann wird die sauer. Und wird zum Super Saiyan. Zum Jedi. Zum Sith Lord. Nein, nein, nein. Komm schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit dir. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, darf ich sie raus? Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen. Wusste ich es doch. Weiß nicht, ob er davon stirbt. Sieht aus wie eine Fleischwunde. Okay, der kann nochmal weiterlaufen. Chillig. Wie ist das mit dem Laser? Da ist ja keine Patrone drin. Also chillig eigentlich, ne? Direkt, direkt verbrannt. Es ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer.
Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. Ist das Dars Maul nach ein bisschen zu viel Kuchen? Und ohne Schminke? Okay. Triff dich mit der Crew. Mit der Crew? Die sechste Sippe ist überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Es tut mir leid. Ich versuche erstmal zu schauen, muss ich stealthen? Okay, nächstes Mal. Also es geht eigentlich ganz zügig, muss ich sagen. Hä? Hallo, lass los. Okay. Ach, immer wieder bück die. Also ich bück mich nicht, das macht die automatisch. Das nervt. Mach das nicht. Das nimmt so ein bisschen den Schwung aus den. Aus den Aktionen. Hier runter? Oh, jetzt bin ich festgesetzt. Bin ich jetzt oder hier? Nee, durch. Okay. Es dürfte ruhig ein bisschen. Also eh mit dem Fenster und jetzt das ist schon. Oh. Schon ein bisschen schwierig zu sehen. Finde ich. Sie sind Präban auf die Schliche gekommen. Oh, ich bin wohl nicht die Einzige, die Kanto verlassen muss. Na gut. Kanto. Ab nach Johto. Okay, ich glaube, die wollten noch was sagen, aber da ist Cutscene. Los geht's. Wo bist du her? Mhm. Ich gehe mal stark davon aus, das war jetzt das Tutorial. Du bist von hier? Stealth, Hündchen, ja, so dieser Drehmomentschlüssel. Oh, das ist cool. Das kennen wir auch aus irgendeinem Film. Eine spannende Stadt. Nur von weitem. Acht oder so? Wer ist das Ziel? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Zerek Besh. Die sind neu, haben Geld und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihnen. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber in seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Der Passwortknacker. Ich hoffe, du und dein kleiner Freund seid so gut, wie Bram sagt. Passwortknacker. Dein Halt. Was machen die? Neuer Questgegenstand, der Passwortknacker. Daniel, wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schließt dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Wenn man einen Gangsterboss wie Sliro angreift, muss man es ernst meinen. Genießt die Aussicht, Nix. So oder so, das ist das letzte Mal, dass wir das sehen. Oh, hoffentlich geht es Bram gut. Er hat mir so viel beigebracht. Und wie habe ich es ihm gedankt? Also, man darf lernen neue Fähigkeiten von Experten in der ganzen Galaxis. Sieh dir Brams Fähigkeiten mit an. Fähigkeiten, das ist neu. Komm mal hier, Bram. Bram, Barkeeper. Freigeschaltet 2 von 6. Erkunde die Galaxis, um weitere Experten freizuschalten. Für weitere Experten. Okay, Bram. Auswählen. Was haben wir denn hier? Wir haben einmal... Anfragen zu sehen und zu erfüllen. Gepanzertes Unterhemd.
beschwatzen. Beschwatzen gegen alle nahen Gegner. Kann viele Türen und Behälter öffnen. Mit Nahkampfangriffen auszuführen. Okay, verstehe. Eisentuch, Grobtuch, Kretz bei Händlern ausgeben, begegne. Ah, das muss man freischalten. Freischalten, begegne verschiedenen Händlern, 2 von 6 und Kretz bei Händlern ausgeben. Okay. Ich glaube, das hier kann ich. Fortschritt verfolgen. Ah, Fortschritt verfolgen. Oder hier Fortschritt verfolgen. Erledige abgelenkte Gegner durch einen Niederschlag. Wie sie Gegner im Nahkampf. Okay. Okay. Shop. Ah, geht noch nicht. Okay. Ich bin ja hier noch weit vor dem Release. Das wird dann wahrscheinlich dann erst zum Release kommen. Übrigens, während ihr das Video seht, bin ich live auf Twitch. Vielleicht funktioniert da dann der Shop. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Okay, mehr sehe ich hier, glaube ich, jetzt noch nicht. Okay. Was ich sagen wollte, ist, dass das hier natürlich ein Singleplayer-Story-Game ist. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, das Spiel zu holen, sollte euch wirklich im Klaren sein, dass es sich hier um ein Story-Singleplayer-Game handelt. Und dementsprechend gibt es Cutscenes, viele Dialoge, vorgefertigte Schlauchareale. Gibt später auch noch Open World und so. Aber letztendlich hat man immer eine Quest, die man verfolgen muss oder soll. Zumindest mal in diesen Hauptpassagen. Und deswegen, auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt mega mag, das sollte man sich auf jeden Fall im Klaren sein. Den Sprung schaffe ich doch niemals. Sollte man sich auf jeden Fall im Klaren, also schaffe ich. Im Klaren sein, dass es sich halt um ein Singleplayer Story Game handelt. Was dann später mit einem Season Battle Pass, ja, ich weiß auch nicht, noch größer wird. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann später wird. Davon haben wir ja jetzt noch gar nichts gesehen. Denk mal, das kommt, sobald man im... Achso, hier kann ich lang kraxeln. Wo man dann später... Ja, ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Da lasse ich mich auch ein bisschen überraschen. Können wir auf jeden Fall uns dann... Ich würde gerne darüber springen, oder nicht? Ja. Können wir uns dann anschauen, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Aber jetzt erstmal, denke ich mal, ganz normal die Story durchspielen. Also das Movement fühlt sich ganz... Ich hatte ja ganz am Anfang das gesagt mit dem, wie sie läuft und so und mit dem Drehen auf der Stelle und sowas. Aber es klappt hier bei den Jump-Passagen doch recht angenehm. Und es ist leider echt viel Klettern und so, aber... Ja. Naja. Es ist zumindest gut ausgeschildert, wo man hin muss. Teilweise. Okay. Das kann man bestimmt von halb Kante aus sehen. Wir sind dort entlang. Findet sie! Halte Steuerkreuz oben, um mit Nix Hilfe Gegner in der Nähe zu offenbaren. Okay. Siehst du was? Okay. Brich in das Anwesen ein, da hinten. Die Frage ist, ich sage es euch, ich habe... Man darf uns nicht sehen. Wenn ich im Gras duckst, wirst du den Gegner nicht entdeckt. Die Frage ist, muss ich stealthen? Was passiert, wenn man entdeckt wird? Besiege Gegner im Nahkampf, muss ich ja eh noch machen. Ja, Nahkampf. Klappt doch. Klappt doch 1A. Oh, die tritt sogar richtig. Die Moves sind erstmal cool. Ich sage es euch, ich werde versuchen, so viel, wie es irgendwie geht, nicht zu stealthen, weil ich da echt keinen Bock drauf habe. Ihr könnt natürlich so spielen. Ihr könnt das natürlich so spielen, wie ihr das gerne möchtet. Das lässt das Spiel ja wahrscheinlich sehr frei. Aber, oh, Grobtuch, 1 von 8, cool. Man muss sich also auch echt ein bisschen umschauen. Guck mal, ich kann den überall hinsenden, das ist ja cool. Okay. Abfahrt. Okay. Da geht's, oh.
von irgendwoher musst du Energie bekommen. Das tut richtig weh. Alter Schwede. Was wollen reiche Typen immer mit alten Schiffen? Credits, die nehme ich natürlich mit Kusshand. Aber seht ihr, es ist alles wirklich schön ausstaffiert. Das ist, hier ist jetzt nochmal was Besonderes. Also zumindest mal der Anfang gefällt mir gut, rein vom Visuellen her. Kameras. Wie müssen sie umgehen, Nix? Da habe ich nicht so schnell gereagiert und da so schnell war ich nicht. Das ist der Turbolift. Und natürlich hat er auch eine Lüge. Komm, noch ein paar. Ah, ich habe 5 im Nahkampf gekillt. Okay, ich bin auf jeden Fall sehr froh. Man muss nicht stealthen. Ich kann einfach alle auch umhauen. Ich kann auch einfach alle umklatschen. Ich spiele hier übrigens auf der normalen Schwierigkeit, also es sich auf, man kann es sich auch auf Story einstellen. Oh mein Gott, macht nicht viel Schaden. Man kann sich es auch auf Story einstellen. Alarm abschalten. Jetzt siehst du mich nicht mehr, okay. Man kann sich es auch auf leicht einstellen, dann hat man es logischerweise einfacher. Okay, hier ist ein Schacht. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Durch den Schacht ist wahrscheinlich Stealth und so. Ich laufe einfach mal oben weiter. Ich darf halt nur nicht wie ein Dulli in der Alarmanlage stehen bleiben. Das war vielleicht nicht so clever. Alles klar. Okay, ich bin wirklich froh, dass man nicht zu Stealth gezwungen ist. Ich habe es jetzt oft gesagt. Was ist das? Ah, es geht nicht mehr. Bin voll mit Heilungen. Schacht, was sind denn ganze Schächten? Oh. Das ist mehr wert als Brams Kantine. Grobtuch, 3 von 8. Was hier? Ah ja, die Dingsbums, die. Ah, okay. Okay. Der gibt dir immer einen Takt vor und du musst den Takt treffen. Credits. Behälter öffnen. Gibt viel zu entdecken auch, viel mitzunehmen. Ganz cool. Ein Bett. Orichalkring. Ah ja, schön, schön. Wieso zeigt ihr mir da oben X? Okay, gibt's nichts. Schön umgucken immer. Man weiß nie, wofür es gut ist. Man weiß nie, wofür es gut ist. Gut, die Barriere sollte deaktiviert sein. Oh, wo war denn noch eine Barriere? Wo war denn jetzt noch eine Barriere? Gut, ich bin jetzt schon lost. War hier nochmal eine Barriere? Hier war er doch eine. Na, ich bin völlig verlost. Rauf. Wo war denn noch eine Barriere? Ich glaube, ich würde hier jetzt einfach mal lang kriechen. Ja, ich mache einfach mal. Rein da. Rein in den Schacht. Ah ne, geht gar nicht. Da kommen wir wahrscheinlich raus. Hier? Ich hab doch oben Questmarker. Lu, lauf doch einfach mal zum Questmarker. Vielleicht schaffst du das. Questmarker, Questmarker, Questmarker. So. Dann klappt das auch. Wenn man einfach mal zum Questmarker läuft, ne? Ah ja, okay, funktioniert. Ist witzig, dass das kleine Vieh hier der Scanner ist irgendwie. Wie lange dauert es?
es, bis die Kanto-Polizei hier ist. Das ist Sliros Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja, nur noch mehr Serik Besh. Oh, hallo. Wie sie diesen Sprungschlag macht, das fühlt sich schon wuchtig an. Der Tresorraum. Das fühlt sich wuchtig an, sage ich euch. Das gefällt mir. Richtig schön wuchtig. CC, Stimmenmodulator. Scheiß mit. Nimm ich alles mit. Behälter öffnen, klar. Ach komm, das ist zu oft. Aber es ist zumindest einfach. Das ist auf jeden Fall gut. Wir haben Blasterfeuer innerhalb. Hacken. Ich mache erstmal ohne Hilfe. Lass uns das mal angucken. Ich habe nicht mal eine ansatzweise eine Idee. Hilfe. Glyphe ist nicht Teil der Kombination. Glyphe ist korrekt, aber an falscher Stelle. Glyphe ist an der richtigen Stelle. In Optionsmenü kannst du die abstrakten Glyphen gegen Zahlen austauschen, wenn dir das lieber ist. Sollen wir Zahlen nehmen? Wir nehmen mal Zahlen. Okay, 15 ist richtig. Alter, das ist ja... Wie komme ich jetzt wieder zurück? Okay, 9 ist richtig, 15 in der Reihe. Ach so, jetzt check ich's. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay, er behält das, was richtig ist. Okay. Okay, gecheckt. Das ist cool. Cooles Minigame. Wenn man es gecheckt hat, ist sie easy. Ist auch egal, ob es jetzt abstrakt ist oder richtige Zahlen. Ich will mich aber hier nochmal umgucken. Ich bin jetzt hier so durchgerusht. I'm sorry. Das solltet ihr natürlich auch machen. Gerade bei so Story-Sachen, ich sage es euch. Es kann sein, dass ich hier nie wieder hinkomme. Und wenn hier dann ein Grobtuch liegen bleibt, weil ich es nicht gesehen habe, dann, Durastahl, dann seid ihr richtig sauer. Ich sage es euch. Deswegen immer so gut umsehen, dass ihr wirklich sicher seid, okay, ich habe mir jede Ecke angeguckt, gerade bei diesen Story-Games. Weil man halt nie weiß, ey, wann bin ich wieder hier? Okay, ich musste eh zurück hier wegen dem Tresor. Ging es da hinten nicht weiter? Oh Mann, das ist bestimmt eine Qual zum Zugucken. Lu, was machst du hier? Ging es da hinten nicht auch weiter? Da habe ich heute den Typen umgehauen und dann... Hier ging es nur noch rein. Oder ist nur eine Abkürzung? Es ist nur eine Abkürzung. Gut, ey, aber das ist genau das, was ich meinte. Immer schön umgucken, ne? Das ist wirklich wichtig. Ich hätte hier hinter hätte ich ein Goodie versteckt. Ist ja so ehrlich. Oha, das ist ein Tresor. Aber zum Glück haben wir den Tresorknacker. Den Panzerknacker. Ich muss da rein. Daniel, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist beim TT8L. Gut, das Passwort ist Grandiocha. Was auch sonst. Hey, komm zurück. Ich weiß, dass du da drin bist. Mama Guido. Grandiocha. Hallo? Gut, so ein heftiger Tresorraum, einfach nur mit einem Schlüsselwort. Ohne, na gut, müssen die wissen, ne? So, was gibt's jetzt hier? Gibt's hier geile Waffen? Gibt's hier irgendwas, ja, also klar das, aber gibt's hier auch noch irgendwas anderes Geiles? Na gut, machen wir einfach mal. Machen wir ihn auf. Der Passwortknacker, das war ein Verbrauchsgut, okay. Ich
hoffe, ich krieg jetzt hier geilen Loot. Toll. Du bist nicht Zarek Besh. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig. Der Code war gut. Asara, gefunden? Nein. Aber die Sache mit Sliro und Zarek Besh ist wahr. Wir müssen los. Das ist doch der Typ, bezahlt, wenn wir sicher sind. Versprochen. Was? Der versucht hat, den einen Typen zu killen. Oder zahlt ihr jetzt? Oder zahlt einfach. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Die klingt wie Han Solo. Ey! Das war dieser Denarion, Danarion-Typ, ne? Den kennen wir. Nächstes Mal, wenn ich den sehe, Kopfschuss. Es geht los. Okay. Flashback. Bringt Glück. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Ist das hier Mutter? Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Du bist ziemlich jung für eine Diebin. Könnte man theoretisch Cutscenes überspringen? Könnte man, okay. Vielleicht ist das wichtig für den einen oder anderen. Man kann Cutscenes überspringen. Ich werde jetzt hier mal... Oh, der sieht cool aus. Ich werde jetzt hier mal nicht machen. Wir gucken uns natürlich alles an. Ihr könnt ja einfach ein bisschen vorspulen, wenn ihr das nicht sehen wollt. Oh, das war richtig Oldschool Star Wars Feeling mit der Überblende. Na, die haben es schon gut drauf. Also, Feeling kommt auf jeden Fall auf, muss ich schon sagen. Es könnte musikalisch ein bisschen krasser untermalt sein. Da fehlen mir irgendwie die Trompeten und so. Schlaues Mädchen. Kommt vielleicht noch. Sicherungspunkt erreicht. Hä, hey, die haben mich einfach liegen gelassen. Die haben mich einfach liegen gelassen. Ich kill die alle. Du musst Sliro sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Zarek Besh? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Er schießt sie! Du bist immer da, wenn ich dich brauche, Nex. Renne ich einfach? Kill ich Leute? Was mache ich? Wie komme ich hier raus? Gut getroffen. Wie kann es eigentlich sein, dass sie drei Blasterschüsse brauchen, aber nur drei Fäuste? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich kenne den Weg nicht mehr. Schacht öffnen? Schacht öffnen? Wo war Schacht öffnen? Ja! Deswegen waren die Schächte vielleicht da für jetzt. Oh, was ist das? Kann ich einfach durch? Ah, cool. Ich kann mich bewegen, okay. Wieso ist sie immer in der Hocke? Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist. Ich heile mal einmal und dann kann ich den nehmen. Die haben mich, ich komme da immer noch nicht drauf klar, die haben mich einfach liegen gelassen. Bei den Bösen. Ich rette die und die lassen mich liegen. Da komme ich nicht drauf klar. Ich dachte, die Rebellen sind die Guten. Das waren keine Rebellen. Das waren Sturmtruppler ohne Helm. Ach, sieh nur. Das ist das alte Schiff. Neuer Plan, Nix.
Wir stehlen es und fliegen hier raus. Gefällt mir der Plan. Ja, das klingt für mich auch gefährlich. Müssen wir stealthen? Oder soll ich alle killen? Was sagt ihr? Ja, ich könnte gar nichts sagen, du. Oh, das habe ich mir schon gedacht, dass das explodiert. Muss ich diesen Nix eigentlich öfter benutzen? Ah, guck mal, ich kann auch einfach L1 doppelt drücken. Dann holt er das auch anscheinend. Oh, 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 oh. Heilung. Schön Bloodborne-mäßig ins Knie rammen, genau. Genau, greif mal schön an. Hilf mal was. Oh, lol. Auf R1 kann ich auch was machen. Ich hau einfach ab. Scheiß drauf. Junge, das ist alles staubig. Ist wie Gleiterfahren, oder? Nein. Einfach mal irgendwas drücken. Tut mir leid. Macht Spaß. Das sind auch solche NPCs. Wieso schießt der Blast da hinten auf? Okay, ich glaube, ich kann jetzt direkt gleich fahren. Soll ich auch was tun? R2. Ich gebe Vollgas. Das ist nicht Vollgas. Das ist nicht mal als Oma Vollgas. Ich habe nichts gemacht. Der fährt selber so schnörkelig. Ich drücke nur nach vorne. Ich mache gar nichts. Muss ich nach vorne drücken? Nee. Vollgas. Oh, das ist cool. Meint ihr, das können wir später auch machen? Boah, sieht sehr cool aus. Das war ein geiler Shot. Das ist auch ein geiler Shot. Das sind auch, das ist auch die, der Planet, den wir kennen. Alles gut. Alles gut. Das war das Intro und es geht genau eine Stunde. Wir gucken aber jetzt natürlich noch, was passiert jetzt. Also, damit keine Sorge, damit gehen wir nicht in den Feierabend. Ich will auch selber wissen, was dazu kommt. Weil ich meine, jetzt kommt die Open World und da will ich wenigstens mal kurz reinschnuppern. Ja, das kenne ich ja so mäßig aus dem Trailer, ne? Sie kriegt jetzt irgendwie ihr Bike und dann können wir raus. Glaube ich. Schon. Oh, hallo. Loot. Klamotten. Die Musik ist gut. Ja. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich dachte, du gehörst zu denen. Mann, ey, man hat hier auch keine freie Sekunde. Ja, das kenne ich ja aus dem Trailer. Jetzt müssen wir die weg. Viele neue Freunde.
ne? Wegblastern. Ich will schießen, lass mich schießen. Scheiß auf die, red nicht mit denen. Besiegt die Banditen, ja, schieß doch. Ich kann nicht schießen. Wieso kann ich nicht schießen? Ich kann nichts machen. Unter Druck steigt Kays Adrenalin. Drücke LR und R. LR? L3 und R3. Ah, das ist das hier jetzt. Markieren. 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 Schießen. Jawohl. Okay. Gute Arbeit mit diesen Banditen. Wer bist du und was willst du? Gut, du bist sauer wegen dem Rohr. Ich dachte, das hätte niemand überlebt. Aber du lebst, also helfe ich dir. Ich brauche keine Hilfe. Ich verschwinde von hier. Und wie? Du bist fremd hier und dein Schiff fliegt in diesem Zustand nirgendwo hin. Aber du hast Glück. Ich bin Mechanik. Und was wird mich der Spaß kosten? Naja, einiges für Ersatzteile. Aber Toshara ist ein toller Ort für Leute mit deinen Fähigkeiten. Es gibt diesen Pike-Unterboss namens Glurak. Sprich mit Glurak. Und der gibt mir Arbeit. Verstehe. Nimm den Gleiter aus dem Schiff und fahr nach Miroganer Stadt. Da sehe ich mich. Wenn ich zurückkomme und mein Schiff ist ausgeschlachtet, finde ich dich, Wacker. Ich heiße Wacker. Finde ich dich, Wacker. Gibt's nicht von Shakira so ein Lied, Wacker Wacker? Na schön. Okay. Wow. Das schwebt. Schick. Geht so. Oh, das war süß, wie er sich da hinten hinsetzt. Irgendwie geschafft. Abfahrt. Oha, also die. Oh mein Gott. Also gut, wir leben noch. Wir reparieren das Schiff, fliegen zu den Kernwelten und drehen ein großes. So, jetzt wollt ihr natürlich meine Meinung hören, ne? Also, das Movement fühlt sich gut an. Aber die Kamera kannst du gar nicht bewegen. Also, der bleibt starr hinter ihr. Ich kann mich jetzt nicht nach hinten umdrehen, um ein bisschen zu gucken. Wie steigt man ab? Wie steige ich ab? Oh. Oh, hier kann man doch zurückgucken. Ey, wie steige ich ab? Steig ab, du... Ich kann sogar rückwärts fahren, ist ja witzig. Ah, wie steige ich ab? Ich kann nicht absteigen. Ich bin gefangen. Ich kann nicht mehr absteigen. Ah, da. Ich weiß, welchen Knopf ich gedrückt habe. Irgendwas. Ich wollte gucken, ob ich mit denen streicheln, aber kann ich die auch töten? Hey, Großer. Hier sind ganz schön viele. Wenn ich einen umbringe, greift nämlich vielleicht an. Also 50-50, dass die anderen wegrennen oder mich angreifen. Na, versuchen wir mal vielleicht irgendwann anders. Ich weiß nicht, wie ich aus... warte mal. Umsehen, verlassen ist einfach auf Kreis. Lol, habe ich eben versucht, ging nicht. Okay, dann würde ich sagen, Abfahrt. Das ist ja eigentlich das Gimmick, was... wo man denkt, okay, das ist geil, da habe ich Bock drauf, ne? Feindlich aber reich, oh. Okay, wir fahren einfach mal dahin, wo ich soll. Erkundung machen wir dann später im Stream. Ja, checkt einfach den Stream ab. Ich bin jetzt live und werde genau hier weitermachen. Oh, hier ist der Sprung, den machen wir natürlich. Gib Gummi! 360! Geht nicht. Geht das auf Wasser? Benutze L1 und R1 wie ein Banter. L1 und R1 für Schüsse. Okay. Kann ich auch selber schießen? Ne, ich kann nicht zielen. Ah, ich schieße auch auf R2, macht keinen Sinn. Was? Der wollte mich festhalten. Benutze er um einen Adrenalinschuss auf dem Gleiter. Okay, ich kann auf dem Gleiter nur schießen mit Adrenalinschub. Probieren wir mal. Dich? Schuss. Okay, das ist genau, also ist auf jeden Fall die Strecke, die ich auch aus dem Trailer kannte. Und wie soll ich dich nennen? Ich bin Kay. Alles klar, Kay. Du findest Glurak oben im Makal. Das ist die beliebteste Kantine.
Oh, hier ist eine Tankstelle. Mal kurz gucken, oder? Einen Blick riskieren. Können wir den klauen? Das wäre so cool. Oh Mann, kein GTA. Einfach den klauen, den hier stehen lassen. Das wäre cool. Geht's hier rein? Es geht hier rein. Nimm mich? Nee, nicht anlehnen. Ich will klauen. Was ist das da oben, das Rote? Und wieder raus. Ist hier noch irgendwas Spannendes gibt? Vielleicht da oben? Oh. Oh, ich sage euch, da oben ist was. Senden. Nix, ich brauche eine Ablenkung. Ja, mach mal die Leiter. Geh mal hoch, mach die Leiter. Los, lenk sie ab, Nix. Ich weiß nicht, wie der da oben hingekommen ist. Nix ist beschäftigt. Ausfahren. Leiter ausfahren, mach doch mal. Drück auf den Knopf, Nix. Okay, cool. Wenn da oben nicht der Überloot ist. Ey, geh doch ran. Hä? Okay. Ich spüre den Loot schon, Leute. Ihr auch? Was war das? Ah, eine Halskette. Klar. Ah, guck mal hier. Grobtuch 4 von 8. Kiste. Grobtuch 5 von 8. Nicht mehr, da geht's nicht rein. Okay, das hat sich gelohnt, sage ich. Kann ich einfach runterspringen? Gibt's Fallschaden? Müssen wir ja wissen. Es gibt Fallschaden. Kacke. Nichts gebrochen, hoffe ich. Wer bist du? Bringt das was, alle zu streicheln? Der sieht irgendwie... Oh, der sieht böse aus. Killen wir den? Du bleibst mein Liebster, Nix. Oh, ne. Der ist nett. Wir sind ja alle nett. Kann ich den nicht auch killen? Ah, ich weiß nicht. Mach ich irgendwann später. Da ist noch einer. War ich hier drin? Nee. Hier geht's auch nicht rein. Das ist schon mal erster Downer. Man kommt nicht überall rein. Es gibt viele Türen, wo man nicht reinkommt. Das heißt, ich werde bestimmt 100 Mal gegen eine Tür rennen, die einfach nicht aufgeht. Oder kann man von außen erkennen, ob die aufgeht oder nicht. Also das ist die Tür, die nicht aufgeht. Und das... Okay, die ist rot. Okay, wir fahren mal weiter. Wow! Sieht cool aus. Gibt es eine Karte? Glaub nicht. Sag schon, Wacker, was springt für dich dabei raus? Fragezeichen. Wohltätigkeit? Weißt du, was das für ein Schätzchen ist? Eine EML 850. Komplett umgebaut. Und in den Loks habe ich sogar einen Namen gefunden. Halte L2 gedrückt zum Bremsen. Na klar. Die Bahnbrecher. Okay. Und ich denke, hier geht's jetzt storymäßig richtig zur Sache. Wir treffen den Typen, der gibt uns Aufträge und die machen wir dann hier auf der Welt. Frage ist, ob es da nochmal Fahrzeuge? Gibt's verschiedene? Cool. Ausrüstung kennen wir ja schon. Ich gucke nochmal durch, ob es hier irgendwas Spannendes gibt. Ah, wir können doch die eine Fähigkeit jetzt machen. Mit dem Schlagen. 5-mal schlagen. Ah, erledige abgelenkte Gegner noch. Ah, okay, gecheckt. Karte, hier ist die Karte. Nee, stopp. Im Journal anzeigen. Ah, das ist zurück. Dann können wir wenigstens fliegen. Ach, komm mal. Schon gut. Ah, warte. Ja, was? Ah, da kommen wir direkt in den... Da rein. Karte. Okay, das... Oh mein Gott. Wo sind... Okay, da ist unser... Nee, warte mal. Pike Wilderer Station. Wo ist unser... Ich weiß nicht, wo unser Schiff ist. Also ich würde es jetzt nicht mehr finden. Ich wäre jetzt... Also das muss doch hier sein, ne? Ich weiß nicht. Also das Schiff ist weg. Aber das ist so mal grob die erste Karte. Ist doch ganz cool. Und da gibt es dann noch verschiedene... Da gibt es dann bestimmt noch verschiedene Städte. Planeten. Wegpunkte kann man, notieren kann man. Das heißt, wenn man irgendwas findet und da noch nicht weiterkommt, cool. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier weiter, Leute. Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ich muss sagen, der Stealth-Part, den können wir komplett außen vor lassen. Ich musste nicht einmal geduckt irgendwo langlaufen. Das ist komplett, das optional, muss man nicht machen.
Das Schießen ist auch ganz okay, muss ich sagen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das kann man aber bestimmt noch besser einstellen. Das mit den Türen, die man auf und zu machen muss, ist auch okay. Das Hüpfen, also dieses Klettern und so, war jetzt auch okay. Also, das war jetzt erstmal okay und das war auch ein Story-Abschnitt. Und jetzt geht es wahrscheinlich in die Open World und da wird es wahrscheinlich nicht mehr so oft so der Fall sein. Ich bin hooked, Leute. Hätte ich gar nicht gedacht. Es macht echt Bock zu spielen. Das Spiel kommt raus am 30. 3 Tage früher Early Access mit der größeren Ultimate-Version. Ja. Oder seid live dabei, jetzt auf Twitch. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow freuen. Wird bestimmt noch die nächsten Tage noch etwas mehr zu Star Wars Outlaws geben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, natürlich ein Like auf das Video lassen. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.